Ich habe hier heute Morgen den angenehmsten Part. Wir haben hier als Fachverband Glasfensterfassade den Part Praxistipps für Handwerker übernommen. Und wenn wir den Landesinnungsmeister und ich als Geschäftsführer uns unterhalten, wie wir die Arbeitsteilung machen, da habe ich unter der Woche eher die schlechteren Karten. Auf dem Messer hatte ich mir mal die besseren Karten ausgesucht, indem ich nur das Thema Anmoderation führen darf und der Herr Sieber die weiteren Themen als Vortragsthemen Ihnen zum Besten gibt. Wir haben mehrere Themen und ich hoffe, für Sie sehr interessant. Falls es einer Thema oder das andere Thema für Sie irgendwie schon mal bekannt sein sollte, haben wir natürlich auch den Schwierigkeitsgrad. Wir haben hier Dolmetscher, Sie dürfen es dann auch in Englisch sich anhören, um das Ganze ein bisschen auch spannender zu gestalten. Das erste Thema, wo wir Sie herzlich dazu einladen, ist das Thema Schimmelpilz im Fensterfalz. Das ist die erste halbe Stunde. Danach kommen die Themen Glasbruchanalyse, Gelbverfärbung von weißen Kunststofffenstern und natürlich auch das Thema Schrumpf eventuell, schauen wir mal, wie wir mit der Zeit durchkommen, aber das sind mal die Themen, die wir als ersten der Themenblöcke durchziehen. Ich wünsche Ihnen eine spannende und angenehme Unterhaltung und vor allem viele Erkenntnisse, die Sie für Ihre tägliche Praxis dann einsetzen und anwenden können. Viel Spaß dabei. Prima, herzlichen Dank. Ups. Grüß Gott, alle miteinander. Sie hören es, mein Name ist Jürgen Sieber und ich verfüge über die Gnade der schwäbischen Geburt. Das ganz Besondere, mein Vortrag wird heute simultan übersetzt vom Schwäbischen ins Englische. Also wenn Sie mit dem schwäbischen Akzent Probleme haben, nehmen Sie sich einen Kopfhörer. Es wird perfekt auf Englisch übersetzt. Spannendes Thema und wir begrüßen einen Kollegen aus Niedersachsen. Hallo, setz dich in die vordere Reihe. Nicht nur bei ARD und ZDF, auch hier sitzt man in der ersten Reihe. Schimmelpilz im Fensterfalz, ein spannendes Thema. Immer häufiger sind Fenster von diesem Phänomen betroffen, ohne dass die Fensterbauer etwas dafür können. Aber sie kriegen quasi den schwarzen Peter ab. Muss mal gucken, in welche Richtung muss ich dieses Gerät? Da unten. Aha, okay. So, mein Name ist Jürgen Sieber. Sie sehen im Hintergrund unsere Fachschule in Karlsruhe, die Ausbildungsstätte für Glasermeister, Fachrichtung Fenster- und Fassadenbau und die einzige Schule im Moment in Deutschland, in der Sie den Meister und gleichzeitig die ersten Semester im Bachelor-Studiengang für Glas-, Fenster-, Fassadentechnik machen können. Also so viel zur kleinen Werbung vorneweg. Ja, wo der Schimmelpilz noch erlaubt ist, in Frankreich in der Käsetheke, dort können Sie Schimmelpilz in allen Variationen sehen. Dort ist er noch erlaubt. Bei uns im Fenster ist er leider nicht so gern gesehen. Und der erste Mensch, von dem wir wissen, dass er an einer Schimmelpilzerkrankung in irgendwas in der Richtung oder Vergiftung starb, das war Kaiser Antoninus Pius, der römische Kaiser, der am 7. März 161 nach Christus nach Genuss eines rätischen Käses starb. So steht es quasi in den Geschichtsbüchern. Rätien, das ist so die Provinz Schweiz, ein bisschen Bodenseeregion, deutschsprachiger Raum. Und ich finde das sehr interessant. Ganze Generationen germanischer Krieger haben gegen die römischen Legionen gekämpft, ohne einen Erfolg zu haben. Und die Schweizer schicken quasi einen Käse nach Rom und zack, der Kaiser war erledigt. Das ist Schweizer Effektivität. Finde ich also richtig klasse. Im Hintergrund sehen Sie ein ganz romantisches Bild, das Sie als Sachverständiger haben, wenn Sie so einen Ortstermin haben. Im Hintergrund die untergehende Sonne, im Vordergrund im Fensterfalz den Aspergillus niger, den Schwarzschimmel. Und Joachim Ringelnatz hat ein nettes Gedicht dazu geschrieben zum Thema Pilz. Ein Pilz, und sei er noch so klein, kann immer noch ein Glückspilz sein. Wenn Sie mal Probleme haben, sagen Sie dieses Gedicht Ihrem Kunden. Wenn er lächelt, haben Sie noch Chancen, dieses Problem einigermaßen moderat über die Bühne zu kriegen. Haben Sie es mit einer Kundin zu tun, die nicht lächelt, dann handelt es sich wahrscheinlich um eine geschiedene Lehrerin der gymnasialen Oberstufe. Holen Sie den Gutachter oder den Rechtsanwalt, ohne wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen. Ja, es war vor im Jahr 2002 bei uns in Karlsruhe an den Sachverständigentagen, als wir erstmalig mit diesem Problemfall konfrontiert wurden. Schimmelpilz im Fensterfalz.
Damals wusste noch keiner so einen richtigen Rat, wie hängt das zusammen, wie funktioniert das Ganze. Interessant war, dass Kollegen, die üblicherweise eine sehr gute Qualität produziert haben, jetzt von diesem Problem betroffen waren. Hier haben wir ebenfalls ein Bild im unteren Bereich, aber immer in der Falzebene. Kein Spitzwasser am Isolierglas, kein Schimmelpilz am Silikon, nur punktuell innerhalb der Falzkonstruktion. Wir haben dann in Karlsruhe an unserer Akademie ein paar Gutachten zusammengetragen und haben dann mal angefangen, so in dieser Frühzeit 2003, dann 2004, das Ganze zu analysieren. Was haben wir denn für Gemeinsamkeiten bei diesen Schadensfällen? Damals war so, es waren ausschließlich Holzfenster betroffen. Das hat sich dann später als Fehler herausgestellt. Also heute wissen wir, es sind alle Fenster betroffen, egal welche Bauart. Damals waren es aber Holzfenster, die wir nur in den Fällen hatten. Bei offener Bauweise in der Architektur lagen die Schadensfälle nahezu ausnahmslos in den oberen Etagen. Die Schadensfälle waren eher auf der windabgewandten Seite des Hauses, damals seltener auf der Westseite, auf der windzugewandten Seite. Wenn ein Blower-Door-Test vorgenommen wurde, war dieser ausnahmslos hervorragend. Das ging sogar so weit, wenn jemand mit diesem Problemfall sich telefonisch gemeldet hat, habe ich ihm schon zum guten Blower-Door-Test gratuliert. Also ohne, dass er schon was sagen musste. Es war nur eben bei guten Blower-Door-Tests, war dieses Problem vorhanden. Sämtliche betroffenen Häuser wurden in der damals völlig neuen Niedrigenergiebauweise gebaut. Passivhäuser waren nie unter diesen Fällen. Die betroffenen Häuser verfügten über keine Lüftungsanlagen. Und der Schimmelpilz lag bei den Holzfenstern nahezu immer vor der Mitteldichtung, also von innen betrachtet noch vor der Dichtungsebene. Sie sehen hier auch mal ein krasses Bild, auch Eis bildete sich dann ein bisschen später in den Felsen. Also das kam dann ein paar Jahre später hinzu. Und beim Blower-Door-Test, wissen Sie, da gibt es ein paar Regelungen, die damals der Gesetzgeber festgelegt hat und die auch heute noch gelten. Und zwar wird ein Blower-Door-Test, das Gebäude wird mit Luft quasi in Überdruck gesetzt oder in Unterdruck. Das sind 50 Pascal Luftdruck, der hier eingesetzt wird. Und bei diesem Luftdruck verlangt der Gesetzgeber bei einem normalen Haus eine Luftdichtigkeit von 3,0. Das bedeutet, bei 50 Pascal Über- oder Unterdruck darf das Luftvolumen dieses Hauses nur dreimal in einer Stunde sich austauschen. So waren damals die gesetzlichen Vorgaben. Bei einer Lüftungsanlage, wenn die von Anfang an mit verplant wurde, lag der Wert bei 1,5. Bei Passivhäusern lag der Wert bei 0,6. So waren die Vorgaben. Und die damals häufig gemessenen Werte oder auch zum Teil bis heute liegen bei 0,6, 1,0. Heute bei Holzständerhäusern liegen wir zum Teil deutlich darunter. Das heißt, wir haben, jetzt nehmen wir als Beispiel einen Blower-Door-Wert von 0,5, den wir in Holzständerhäusern erreichen. Dann sind wir sechsmal dichter, als es der Gesetzgeber sich Anfang der 2000er Jahre überhaupt gedacht hatte. Das führte dann dazu, als erstes bei den Untersuchungen, dass wir seltsame Luftnebenwege kriegen. Das war ein Fall, da war ich jetzt persönlich betroffen. Ich kriege einen Anruf von einem Fertighausbauer, der Fenster von mir hatte. Der sagt, Herr Sieber, kommen Sie mal vorbei, aus den Grifflöchern bläst der Wind durch, so beim Blower-Door-Test. Wahnsinn, man guckt sich das an, wie kann sowas sein? Der Weg ist relativ einfach. Beim Unterdruck strömt über die Entwässerungsöffnungen Luft in den Rahmenfalz hinein. Im Bereich der Getriebeaussparung haben sie einfach eine kleine Öffnung. Dort strömt der Wind durch und kommt über die Bohrungen raus. Wir konnten damals das Problem relativ leicht lösen. Wir haben einen Griff draufgeschraubt und das Fenster war dicht. Also relativ lockere Problemlösung. Hier haben wir jetzt nochmal so die typischen Fälle mit Schimmelpilz im Bereich der Mitteldichtung. Das waren damals noch klassische Holzfenster, nur mit einer Mitteldichtung ohne innere Anschlagsdichtung. Dann haben Sie eine kleine Öffnung, da drückt es Ihnen die Raumluft rein, die kommt bis zur Mitteldichtung, ist hier quasi wie mit dem Messer abgeschnitten. Und wir kamen dann sehr schnell dahinter, es handelt sich bei diesem Problem um ein Problem des Überdrucks. Wir haben das damals das Schnellkochtopfprinzip genannt, einfach um das mal etwas moderater zu erklären. Ein Überdruck entsteht, wenn Sie eine dichte Hülle haben.
innerhalb dieser dichten Hülle eine gewisse Feuchtigkeitsmenge haben und jetzt diese Feuchtigkeitsmenge erwärmen, sie quasi innerhalb dieser dichten Hülle eine höhere Temperatur haben als außerhalb. Dann entsteht ein Überdruck. Im Schnellkochtopf sind es 200.000 Pascal, also richtig viel. In unseren Niedrigenergiehäusern sind es ungefähr 10 bis bei Rekordwerten 25 Pascal, die hier entstehen können. Und wir waren also schon auf dem richtigen Weg. Wir vermuteten damals als Ursache dieses Problems einen Überdruck in den dichten Häusern. Überdruck haben Sie auch nochmal ganz gut erklärt im Bereich der Heißluftballone. Wenn Sie einen Heißluftballon haben, das sind die Temperaturen nicht so extrem wie im Schnellkochtopf. Sie haben im Heißluftballon zwischen dem Innenbereich der Hülle und der Luft außenrum gerade mal so 60 Kelvin Temperaturdifferenz, also deutlich weniger als im Schnellkochtopf. Sie haben auch nicht so einen hohen Druck im Heißluftballon. Wenn so ein Ballon seine Reisehöhe erreicht hat, kann der Ballonführer ruhig einmal den Gasbrenner ausmachen. Er gleitet dann in Stille dahin. Und Sie haben unten eine Öffnung von ungefähr 10 Quadratmetern. 3 Meter im Durchmesser mal Pi, ganz grob 10 Quadratmeter. Und auch wenn der den Brenner ausmacht, entweicht dieser Druck, der in der Ballonhülle ist, nicht aus dieser großen Öffnung. Auf ein Einfamilienhaus übertragen bedeutet dies, der Endkunde kann im Erdgeschoss lüften wie ein Weltmeister. Der hat die Fenster auf Dauerkipp, er hat sie daueroffen. Ab Oberkante des letzten geöffneten Fensters haben Sie sofort wieder diesen Überdruck. Da gibt es keine Veränderung im Bereich des Luftdrucks. Erst wenn, wie im Heißluftballon, im ganz obersten Bereich eine kleine Klappe geöffnet wird, beim Heißluftballon nennt man das die Notlandeklappe, dann entweicht der Überdruck dieses Gebäudes oder dieser Hülle innerhalb weniger Sekunden. Die Ballonhülle legt sich auf den Boden. Dieses Prinzip des Druckabbaus im oberen Bereich der Häuser kennen wir in der Architektur schon seit mehreren hundert Jahren. Man nennt es im Bereich des Volksglaubens auch das Seelenloch, das sich im Dachstuhl befindet. Sie wundern sich jetzt etwas, aber die nächsten Bilder werden Sie alle kennen. Und zwar hier aufgenommen in Südtirol. Sie haben oben im Bereich der Mittelpfette 3 kleine Tonröhren. Das hat man bei uns noch bis in die 80er Jahre auch so praktiziert. Jedes Wohnhaus hatte im Bereich der Firstpfette 3 kleine Tonröhren. Das diente zur Belüftung des Daches und gleichzeitig auch zum Druckabbau. Hier haben Sie übrigens ein niedersächsisches Fachwerk. 1000 Kilometer nach Norden, das gleiche Bauprinzip. Sie haben oben ein paar kleine Löcher im Dach. Und der Grund, warum das Ganze sich Seelenloch nennt, sehen wir in der Vergrößerung. Sie haben im Brett für die gläubigen Menschen damals IHS, Jesus Heiland Seligmacher, heißt es. Der Pfarrer würde sagen, Jesus Hominum Salvator, Jesus Retter der Menschheit. Der Volksglaube war einfach so, wenn jemand stirbt und es geht hinunter in die Hölle, irgendwie durch die Fußbodenritzen wird es schon gehen. Aber wenn man in den Himmel hochkommt, muss man ein bisschen dazu helfen. Wir machen eine kleine Öffnung ins Dach, dann kann die Seele da raus. Der war ganz besonders vorsichtig für die atheistische Seele sozusagen, hat er noch ein Herz hinzugeschnitzt. Irgendwo kann die Seele dann raus, da wo es passt. Und ein Seelenloch stopfen sie auch nicht zu. Also selbst wenn jetzt die Spatzen hier aufs Dach fliegen und quasi das Dach verdrecken, sie machen das nicht zu, weil das Seelenloch brauchen sie irgendwann mal, wenn es soweit ist. Also hat eine ganz tolle Funktion. Und selbst, jetzt kann man sich ja überlegen, wieso haben diese Häuser damals überhaupt solche Entlüftungen im Dach gebraucht? Die haben einen Blower-Door-Wert von 6 oder 7, die sind extrem undicht. Aber diese Häuser wurden auch anders genutzt. Diese großen Bauernhäuser hatten unter Umständen die Stallungen unter dem gleichen Dach mit drin. Also da war mehr an Feuchtigkeit da. In den 70er Jahren, mein Elternhaus wurde in den Ende der 60er Jahre gebaut, da hatte man eine Waschküche. Da wurden ganz andere Feuchtigkeitsmengen produziert. Einmal im Jahr gab es bei uns eine Hausschlachtung. Hat man Schwein sich besorgt, der Metzger kam und dann hat man da gemetzgert und da war ein riesiger Topf, also ein riesiger Kessel, wo man dann die Wurst drin gekocht hat über mehrere Stunden. Machen Sie das mal heute in einer Holzständerbauweise, Blower Doorwert 05 ohne Lüftungsanlage. Sie riechen noch im Herbst, welche Wurst Sie im Februar gekocht haben. Also das sind einfach ganz andere Nutzungen der Gebäude und das haben die eben früher schon gewusst und wie man damit ankam oder dagegen ankommt. Der dritte und letzte Lösungsansatz, den wir hatten, das waren die Sogkräfte. Und ich habe da mal beim Überholen eines LKWs mir die Spiegelreflexkamera ans Auge gehalten und habe mal geguckt, bis ich mal einen LKW erwischt habe, bei dem es die Plane so schön wegzieht. Aber Sie kennen das,
Wenn Sie auf der Autobahn einen LKW überholen, der die Plane nicht sauber angespannt hat, zieht die Plane direkt hinter dem Führerhaus raus und einen Meter später presst diese Plane wieder gegen die Aufbauten. Das sind die Sogkräfte, die Sie quasi im Eckbereich eines Fahrzeuges oder auch im Eckbereich eines Hauses spüren. Und wenn wir hier mal einen Schnitt nehmen der Häuser, dann haben wir auf der linken Seite, der Wind bläst von links gegen unseren Hausschnitt. Sie haben gerade mal an einer Seite, hier, da ist das Pluszeichen, hier haben wir Winddruck. Hier im Bereich der Dach beginnt, haben wir auch noch Druck. Wo das Minuszeichen steht, haben wir einen Unterdruck, eine Sogkraft. Wenn wir das gleiche mal von oben anschauen, also unser Hausdach von oben, haben wir lediglich auf einer Windseite, auf einer Hausseite Winddruck, auf den anderen Seiten haben wir Sog. Das heißt, Sie haben an der wesentlich größeren Fläche des Gebäudes Sogkräfte. Und da der Wind dann auch mal dreht, können Sie davon ausgehen, Sie haben überall an jeder Hausseite Sog. Das bedeutet für unsere Fenster, wir haben ein Problem im Bereich der Achserarme, der Drehkippscheren. Dort, selbst wenn Sie ein Fenstersystem mit Überschlagdichtung verwenden, haben Sie in diesem Bereich eine Unterbrechung der Dichtung. Hier hebt es uns die innere Überschlagsdichtung an und wir werden nie ein komplett dichtes Fenstersystem erzeugen können. Das ist aber völlig normal. Es handelt sich hierbei nicht um einen Mangel, sondern wenn Sie dieses Fenster auf den Prüfstand stellen, hat es alle Dichtigkeitseigenschaften, die ein Fenster eben hat. Also wenn es sein muss, Dichtigkeitsklasse 4. Aber dennoch haben wir im Bereich der Scheren eine kleine, legale, zulässige Undichtigkeit. Ich habe das Ganze jetzt mal mathematisch aufbereitet. Wenn wir von der Winddichtigkeitsklasse 3 ausgehen, also eine relativ hohe Winddichtigkeitsklasse, und die Älteren kennen noch diese Beanspruchungsgruppen A, B und C, dann bewegen wir uns in der höchsten Dichtigkeit, die wir früher hatten, also Dichtigkeitsklasse C, oder eben heute nach der DIN 12207, Fugendurchlässigkeit Klasse 3, dann darf durch ein Fenster bei einer Fläche von bei 10 Pascal Druckunterschied 0,47 Kubikmeter Luft bei 10 Pascal Winddruck pro Quadratmeter Fläche hindurch diffundieren. Also ganz grob, so einen halben Kubikmeter Luft darf durch so ein Fenster hindurch diffundieren. Und wenn wir das jetzt mal ausrechnen auf unser Normfenster, 1,23 Meter breit, 1,48 Meter hoch, dann haben wir 8,2 Quadratmeter Fensterfläche multipliziert mit 0,47 Kubikmeter Luft, multipliziert mit 24 Stunden. Dann gehen uns durch so ein normales Normfenster in einer richtigen Dichtigkeitsklasse 20, also grob gerundet, 20 Kubikmeter Raumluft an einem Tag durch. Die Norm glaubt aber immer noch, der Wind kommt von außen und drückt nach innen. Also kalte, trockene Luft von außen drückt gegen das Fenster, geht durch die Konstruktion durch, sorgt im Zweifel für eine Trocknung der Felse und diffundiert dann nach innen. Was die Norm eben noch nicht kennt und noch nicht berücksichtigt, sind Überdrücke, die in Häusern entstehen, bei denen der Weg dann umgekehrt ist. Also Überdruck von innen drückt uns warme, mit Feuchtigkeit belastete Raumluft durch die Felse hindurch nach außen. Und wenn wir das jetzt mal durchkalkulieren mit einer Zimmertemperatur von 22 Grad, 20 Grad hat kaum noch jemand in seinem Haus, 22 Grad bei einer sehr trockenen Raumluft mit nur 35% Luftfeuchtigkeit, dann hat dieser Kubikmeter Raumluft 6 Gramm Wasser, das er beinhaltet. Wenn Sie diese Raumluft jetzt von innen nach außen drücken und diese Luft wird im Fensterfalz abgekühlt auf 5 Grad, dann kann dieser Fensterfalz gerade mal noch 5 Gramm Wasser pro Kubikmeter Luft aufnehmen. Wir haben also ein Problem, 1 Gramm Wasser scheidet irgendwo aus, bleibt im schlimmsten Fall als Wassertropfen im Fensterfalz hängen. Und wenn Sie jetzt 20 Kubikmeter durchdrücken, bleiben 20 Tropfen Wasser am Tag im Fensterfalz hängen. Somit ein Schnapsglas Wasser, das wir quasi im Tag im Fensterfalz auskippen. Jetzt gibt es aber noch ein paar andere Wege, die Feuchtigkeit gehen kann. Denn bei unseren Holzfenstern haben wir die Situation, die sind uns im Bereich der Standard-Glashalteleisten nie hundertprozentig dicht. Also wir haben hier, wenn wir dann noch Rohbaufeuchtigkeiten haben, das Holz quillt ein bisschen, die Glashalteleiste hebt sich an, dann kriegen wir quasi eine Durchströmöffnung unterhalb der Glashalteleiste.
Die Feuchtigkeit geht über die Dampfdiffusionsöffnungen nach außen durch, kühlt in diesem Bereich der Regenschiene ab auf unter Umständen Minusgrade und Sie kriegen eine Eisbildung im Bereich der Regenschiene. Der normale Weg, den wir bisher beschrieben haben, war der Weg hier über den Flügelüberschlag durch im Pfalz. Hier wird von der Dichtung wird die Feuchtigkeit gestoppt, dort kommt sie nicht mehr weiter. Oder eben Sie haben eine innere Überschlagsdichtung, dann geht es im Bereich der Schärenlager durch und Sie kriegen im oberen Bereich der Schärenlager eine Durchfeuchtung. So, wir haben damals, ups, das Bild ist nicht ganz vollständig, aber egal. Wir haben damals vom Verband, vom Fachverband in Baden-Württemberg unseren Mitgliedern empfohlen, wenn ihr umstellt von einer Holzstärke 68 mm auf die damals neu aufgekommenen größeren Holzstärken, dann geht bitte ran, nehmt eine große innere Überschlagdichtung im Bereich des Flügels, dichtet die Glashalteleisten nach unten ab und das Problem ist erledigt. So, es passiert nichts mehr. Dachten wir. Was wir nicht berücksichtigt hatten, waren die immer wiederkehrenden Veränderungen, Verbesserungen im Bereich der Energieeinsparverordnungen. Was wir nicht berücksichtigt hatten, war, dass die Handwerker immer besser wurden in der Dichtigkeit der Gebäude. Also in der Anfangszeit hat kaum jemand einen Kamindurchbruch abgedichtet. Die Zimmerleute waren schon immer relativ gut, was Abdichtung des Dachstuhles angeht. Aber so Fensterluftdicht montieren, das war zur damaligen Zeit einfach noch nicht ganz so 100%. Das wurde immer besser. Und der Blower-Door-Wert der Häuser ging von 3,0 auf 2,5, auf 2,0, auf 1,5 herunter. Der Blower-Door-Wert wurde immer dichter. Was bedeutete, dass die Probleme jetzt plötzlich immer schwieriger wurden, immer größer wurden, die Drücke in den Gebäuden stiegen, dass wir eben zur Folge hatten, dass wir nicht nur ein wenig Schimmelpilz in den Felsen hatten, sondern jetzt richtig viel. Plötzlich hatten wir im Bereich von Holz-Aluminium-Fenster, und zwar die neue Generation der Holz-Aluminium-Fenster, mit zwei Dichtungsebenen, einer inneren Überschlagsdichtung, mit angefrästen, nur angedeuteten Glashalteleisten, also die waren sowieso dicht im Bereich der Glashalteleiste, gab es da keine Undichtigkeit. Dennoch haben wir Eis im Bereich der Aluschale und des Flügelholzes. Und da waren einfach die Wege der Undichtigkeit, Sie sehen hier übrigens ein paar Wassertropfen, wenn Sie eine Dichtung 90 Grad um die Ecke führen, haben Sie automatisch eine kleine Undichtigkeit in diesem Bereich. Und nochmal, die ist nicht schlimm, diese Undichtigkeit, wenn Sie so ein Fenster auf den Prüfstand stellen, erfüllt es die besten Werte. Das ist einfach der normale Fugendurchlasskoeffizient, den wir hier haben. Das reicht bei einem Gebäude mit Überdruck aus, um den Pfalz mit Feuchtigkeit zu fluten. Und im schlimmsten Fall gibt es dann eben Eis. Hier haben wir einen Fall, da wusste man lange nicht, wo liegt das Problem? Der Fensterbauer hat immer wieder versucht, die Beschläge nachzuregulieren, das Ganze dichter zu bekommen. Hier haben wir als Ergebnis dann irgendwann nach ein paar Monaten eine Holzfeuchtigkeit von 31%. Wenn Sie Holzfensterhersteller sind, wissen Sie, jetzt ist es erledigt, das Fenster können Sie wegschmeißen, das kriegen Sie nie mehr hin. Ja, und ich war immer recht glücklich bei der Geschichte. Als Gutachter hast du da eine Arbeit. Ich selbst bin Kunststofffensterhersteller und war der Meinung, Kunststofffenster werden von sowas nie betroffen sein. Peng, plötzlich waren auch Kunststofffenster betroffen. Eigentlich logisch, auch da haben wir Dichtungen, die um 90 Grad, in 90 Grad um die Ecke geführt werden. Dichtungen, die auch manchmal anextrudiert sind und verschweißt sind, die im Bereich der Ecken nie hundertprozentig dicht sind. Und diese kleinen Undichtigkeiten reichen aus, dass der Pfalz jetzt richtig feucht wird. Wenn Sie von Ihrem Kunden das Problem mal geschildert bekommen haben, der Rollladengurt ist, wenn er morgens den Rollladen hochzieht, feucht. Und man weiß jetzt, wir hatten eine Frostperiode und in den letzten 3 Wochen hat es nie geregnet. Dann kommt die Feuchtigkeit nicht über Regen, der auf den Rollladenkasten fällt, sondern über Raumluft, die mit Überdruck in die Rollladenöffnung, in die Gurtöffnung des Rollladens gepresst wird. Und wenn es ganz blöd läuft, haben Sie so viel Feuchtigkeit drin, dass sich Eis zwischen dem geschlossenen Rollladen und dem Fensterflügel bildet. Und die Schäden wurden also immer schlimmer. Und beim Kunststofffenster, aber auch bei den Holzfenstern, gibt es mittlerweile auch ein neues Problem bei großer Dichtigkeit, bei großem Überdruck. Raumluft wird über die Ecken im Bereich der Überschlagsdichtungen in den Pfalz gedrückt. Diese Luft ist jetzt aber noch für eine gewisse Zeit wärmer als die Umgebung. Das heißt, die hat den Drang, nach oben zu drücken.
die geht über die Dampfdruckausgleichsöffnungen nach oben unter oder in den Bereich des Glasfalzes und versottet dort den Glasfalz. Sie kriegen dann ab und zu mal eine Reklamation des Kunden, dass er sagt, ich habe im Bereich der Verglasungsdichtung, wenn ich von innen durch die Verglasung schaue, gegen die äußere Verglasungsdichtung, da bildet sich Schimmelpilz. Jetzt gibt es ein Gutachten in der Branche, das sagt, dieser Schimmelpilz entsteht, wenn quasi der Winddruck die Scheibe um 0,5 mm für eine halbe Sekunde wegdrückt von der Dichtung, in dem Augenblick ein Regentropfen angeflogen kommt, der einen Pollen in der Luft schnappt und jetzt mit diesem Pollen im Regentropfen genau in dem Augenblick zwischen Dichtung und Glas durchschlupft. Okay, kann man jetzt glauben, aber der Weg des Dampfdrucks nach unten hoch ist deutlich logischer. Und wenn Sie diese Problematik mal haben, fragen Sie Ihren Kunden, hat er diese Problematik im Erdgeschoss oder nur im Obergeschoss? Und wenn die Problematik eben nur in den oberen Etagen vorkommt, dann ist es Überdruck im Gebäude. Die nächste Frage wäre dann, hat er eine Lüftungsanlage, ja oder nein? Und hier haben wir noch das Heizungsverhalten, das wir heute haben. Das ist noch die klassische Heizung meiner Großmutter, ein Radiator vor der Wand. 80 Grad Oberflächentemperatur des Radiators gibt ungefähr 50 Grad Oberflächentemperatur an der Wand. Sie haben einen Warmluftföhn, der nach oben steigt. Selbst wenn hier Probleme im Haus wären, die werden gerade gelüftet, da kann am Fenster nichts passieren. Heutige Bauweise, wir haben eine Fußbodenheizung, niedrige Vorlauftemperaturen, 24, 28 Grad Vorlauftemperatur. Wir haben keine hohen Temperaturen mehr im Bereich der Wand. Wenn Sie 20 Grad Zimmertemperatur haben und eine Oberflächentemperatur der Wand von 19 Grad, dann haben Sie schon ein richtig gut gedämmtes Haus. Aber um unser Fenster herum gibt es keinen Warmluftstrom mehr, der irgendwas weglüften kann. Das heißt, diese Fenster sind deutlich empfindlicher. Und was jetzt, was passiert, wenn der Fensterbauer denkt, er muss die Fenster auf irgendeine Art und Weise dicht bekommen? So, die kriege ich doch dicht, wir machen eine bessere Überschlagsdichtung ran. Dann habe ich Ihnen hier ein Beispiel, auch hier war es so. Hier gab es eine Reklamation, Schwitzwasser im Falz. Der Fensterbauer hat die innere Überschlagsdichtung entfernt, hat eine großvolumige Silikonschlauchdichtung eingebaut, hat noch ein paar Verbesserungen im Bereich des Achserarms vorgenommen und er bekam das Fenster dicht. Nach 2 Jahren meldet sich der Endkunde, Herr Sieber, kommen Sie mal vorbei, aus dem Fenster drückt es honiggelbe Flüssigkeit heraus und die klebt. Ich habe gesagt, also da muss ich nicht vorbeikommen, Fenster machen sowas nicht. Also doch, kommen Sie bitte vorbei. Es war der Bauträger damals mit dabei, wir gingen auf das Haus zu und nochmal zurück. Und der Bauträger stellte sofort fest, Menschenskinder, diese Streifen, die sich hier bilden, das hat da exakt die Größe unserer Dämmplatten. Aus der Nähe betrachtet sah man dann tatsächlich honiggelbe Streifen, die auch deutlich klebten, also wie Honig dann auch. Hier nochmal eine Aufnahme aus der Nähe. Und wie gesagt, der Bauträger hatte schon die Vermutung, okay, das hat irgendwas mit unseren Dämmplatten zu tun. Man hat dann in diesem Gebäude nochmal einen Blower-Door-Test gemacht und hat festgestellt, im Dachbereich gab es eine Undichtigkeit. Also beim Decken des Daches wurde die Unterspannbahn durchstoßen und die Dampfsparre im inneren Bereich hatte eine Undichtigkeit relativ nah an dieser Öffnung. Gehen wir zurück. Das hatte zur Folge, dass über Dampfdruck Feuchtigkeit die Dampfsparre durchdrang, über die Unterspannbahn nach außen gelangt, irgendwie den Weg zwischen OSB-Platten und Dämmung fand, sich dort mit dem Kleber des Styropors verband, zwar nur ein älteres Haus, sich mit dem Kleber des Styropors verband und dann über die Fugen nach außen diffundierte. Schadenssumme ungefähr 20.000 Euro, wenn man 2 Hausseiten heruntergerissen hat, die Dämmung entfernt hat, Putz entfernt hat, wenn man nicht mehr wusste, hält der Styropor noch an der OSB-Platte. Rein, also der Fehler rein über Überdruck des Gebäudes entstand hier. Jetzt gibt es eine zweite Geschichte, das hat mit dem Bauen erstmal gar nichts zu tun. Die Feuerwehren melden seit einigen Jahren, dass es im Bereich der Niedrigenergiehäuser ein neues Phänomen gibt. Wenn Brandopfer, die jetzt diesen Brand überleben, berichten, sagen die, sie waren in einem normalen Raum, in dem Raum brach Feuer aus. Und sie konnten die normalen Türen nicht mehr öffnen. Normale Balkontüren, die nicht zum Verschließen waren, ließen sich nicht öffnen, obwohl man dran gezogen hat.
Die Technische Uni in Karlsruhe hat eine Untersuchung gemacht und hat festgestellt, wenn Sie eine dichte Gebäudehülle haben und Sie haben 60 Grad Zimmertemperatur, entwickelt sich ein Überdruck innerhalb des Gebäudes, der kurzfristig 500 Pascal beträgt. Um mal überschlägig, also mit der Zahl was anfangen zu können, 500 Pascal bedeutet 50 Kilogramm Druck pro Quadratmeter auf die Außenhülle. Wenn Sie jetzt eine Balkontüre haben, 1 Meter breit, 2 Meter hoch, sind es 2 Quadratmeter, 50 Kilo pro Quadratmeter. Sie müssen beim Öffnen so einer Tür für einen kurzen Moment 100 Kilo mit anreißen, bis Sie die Tür so weit öffnen können, dass sich ein Druckausgleich herstellt. Das war also von einer völlig anderen Seite die Bestätigung für uns, jawohl, Überdruck in Häusern existiert und zum Teil relativ heftig. Der nächste Punkt ist, okay, wir wissen jetzt, wir brauchen Lüftungsanlagen in diesen Häusern, aber sind denn Fensterfalzlüfter für sowas geeignet? Jetzt ist es so, wenn der Fensterfalzlüfter erkennen kann, ob der Luftdruck von innen kommt oder von außen, dann wäre er geeignet. Aber die Fensterfalzlüfter, die wir im Moment draußen auf dem Markt haben, ich glaube, die meisten sind nicht in der Lage zu erkennen, ob der Wind von außen drückt, dann würde das Ganze funktionieren, oder ob sie warme, feuchte Raumluft von innen in den Fensterfalzlüfter drücken. In so einem Fall würde nämlich der Fensterfalzlüfter dazu führen, dass das Fenster oder der Fensterfalz erst richtig Probleme kriegt. Hier haben wir ein Gutachten von einem Kollegen von mir. Hier waren nur Fenster betroffen von diesem Problem, die einen Fensterfalzlüfter besaßen. Da haben wir Fenster, die waren 1 Jahr alt. Im Außenbereich bildeten sich hier bereits Wasserblasen, weil einfach so viel Feuchtigkeit im Falz war, das Holz durchfeuchtet wurde, die Lackierung aber noch relativ elastisch war und die Feuchtigkeit nicht nach außen, außen diffundieren konnte. Das bedeutet, wir brauchen richtige professionelle Lüftungsanlagen in diesen Häusern. Wenn Sie einen Blower Doorwert haben von 0,7 und besser, wird es mit Fensterfalzlüftern nicht mehr zu regulieren sein. Ein ganz interessanter Punkt, den ich bei Gutachten immer wieder feststelle, wenn Architekten oder wenn ein Planer sagt, wir brauchen keine Fensterfalzlüfter, keine Lüftungsanlage, wir haben das Ganze geprüft. Jetzt ist es so, das Gebäude wird geprüft, bevor der Bau beginnt. Der Bauherr möchte ja schließlich wissen, muss ich jetzt noch 6.000, 7.000 Euro für eine Lüftungsanlage ausgeben oder nicht. Also existieren noch keine Blower-Door-Werte. Jetzt sagt die Norm, wenn du keinen Blower-Door-Wert kennst bei deiner Lüftungskonzeption, dann nimm hier diesen Wert 1,5 in der Norm, kalkuliere mit diesem. Und ich hatte jetzt einen Fall, da hat ein Architekt auch massiv Probleme und ich habe dann gefragt, wie liegt denn üblicherweise euer Blower-Door-Test? Ja, der liegt sehr gut bei 0,6 regelmäßig. Ich sage, dann rechnen Sie auch bitte hier mit 0,6 und nicht mit 1,5. Sie liegen also um 150%, was die Luftdichtigkeit angeht, daneben. Und wenn Sie diese Lüftungskonzeption eben mit einem Blower-Door-Wert 0,6 berechnen, dann haben Sie als Ergebnis eben, dass eine Lüftungsanlage, und zwar eine motorisch betriebene Lüftungsanlage, ins Gebäude eingebaut werden muss. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen, hat der Fensterbauer auf jeden Fall ein Problem, wenn er Fenster einbaut in ein Niedrigenergiehaus ohne Lüftungsanlage, wenn gleichzeitig der Blower-Door-Wert extrem gut ist. Holzfenster ohne innere Überschlagsdichtung sind hier die funktionieren überhaupt nicht. Eine Glasfalzabdichtung muss heute bei den Holzfenstern als Standard dazugehören. Sie kriegen in diesen Häusern, in den oberen Etagen, immer deutlich größere Probleme als im Erdgeschoss. Unter Umständen haben Sie im Erdgeschoss nie Probleme. Fragen Sie sowas ab, wenn der Kunde sich meldet und das Ganze reklamiert. Fragen Sie ab, haben Sie die Probleme nur in den oberen Etagen? Dann liegt schon mal der Verdacht vor, dass wir es mit dieser Problematik zu tun haben. Lüftungsanlagen, die mit Überdruck laufen. Sowas kann man heute auch machen im Bereich wenn jemand allergisch ist, saugt man die Luft über Filter an und macht im Gebäude einen Überdruck. Okay, wenn das so ist, dann lassen Sie die Fenster von Ihrem Konkurrenten einbauen, denn da haben Sie nie Chance, dass sowas funktioniert. Lüftungsanlagen, die im Winter unter 30% laufen, das haben wir jetzt bei den kalten Temperaturen häufig. Die Häuser haben Lüftungsanlagen, dennoch tritt diese Problematik auf. Wir waren dann mal, also ich arbeite mit einem Fertighausbauer zusammen und wir sind dann mal hingegangen, als die Problematik auftauchte und haben Auslesechips in diese Lüftungsanlagen eingebaut. Das ist zwar aus datenschutzrechtlich
rechtlichen Gründen verboten, aber technisch funktioniert das richtig gut. Wir haben dann mal eine ganze Serie mit Auslesechips ausgestattet und haben festgestellt, wenn diese Problematik auftritt bei Lüftungsanlagen, dann laufen die Lüftungsanlagen im Winter bei kalten Temperaturen entweder nicht, die wurden ausgeschalten, oder die Kunden haben die so weit reduziert, dass einfach der Luftwechsel nicht mehr ausreichte, um auch einen Druckabbau zu gewährleisten. Fensterfalz, Lüfter und Rollläden. Wenn Sie ein relativ dichtes Rollladensystem haben und man verlangt von Ihnen den Einbau von Fensterfalzlüftern, dann geht sowas schon mal nicht von der Lüftungsnorm her. Sie brauchen in der Lüftungsnorm einen gewissen Luftwechsel, der pro Stunde erreicht wird. Wenn jetzt abends um 10 der Rollladen geschlossen wird, ist in der Regel der Lüftungsweg gekappt. So, das heißt, von 10 abends bis morgens um 6 pumpen Sie quasi die Luft in den Zwischenbereich zwischen Flügeln und Rollladen. Und wenn um 6 der Erste den Rollladen wieder hochzieht, dann funktioniert das Ganze wieder. Es gibt auch Fälle, dass Sie im WC eine Abluftanlage installieren. Also das ist die billige Version von Lüftungsanlagen. Im WC wird eine Abluftanlage installiert und über Fensterfalzlüfter holt man die Luft. Das Ganze mag funktionieren im Sommer. Im Winter bei den jetzigen Temperaturen, die wir vor ein paar Wochen hatten, minus 18 Grad, da saugen Sie über 24 Stunden minus 18 Grad kalte Luft über den Fensterfalz in den Raum durch. Das bedeutet, Sie kühlen den Fensterfalz so weit ab, dass Sie unter Umständen Kondensatbildung auf der inneren Rahmenoberfläche kriegen. Nicht am Glas, das bleibt warm, aber der Rahmen kühlt so weit ab, dass sich Kondensat auf dem Rahmen bildet. Wenn dann unter Umständen nachts noch die Lüftungsanlage im WC abgeschalten wird, fällt das Haus in den Überdruck zurück innerhalb von wenigen Minuten. Sie pumpen jetzt feuchte Raumluft in den Fensterfalz, den Sie aber die letzten 16 Stunden auf minus 7 Grad heruntergekühlt haben. Damit können Sie sich quasi das Eisfach im Kühlschrank ersparen. Also Sie produzieren jetzt genau Eis mit Ihrem Fenster, eine neue Funktion. Also müssen wir aktiv verkaufen. Resümee: Mit Maßnahmen am Fenster werden wir diesem Phänomen niemals Herr. Wir brauchen in den neuen Gebäuden Lüftungsanlagen, ansonsten kriegen unsere Fenster definitiv Probleme. Wenn Sie sagen, der Vortrag hat mir gefallen, da möchte ich mehr drüber lesen, Sie können auf der Homepage der Messe hier im Bereich des Forums ein PDF herunterladen, PDF-Dokument herunterladen. Das ist ein 9-seitiges Gutachten, wo dieses Phänomen einfach nochmal sauber erläutert wird, textmäßig erläutert wird, dass Sie dann eben Ihrem Endkunden überreichen können, auch mal dem Planer überreichen können, damit Sie bei dieser Problematik eben aus der Schusslinie geraten. Ich bedanke mich bei Ihnen für den ersten Vortrag. So, habe ich auch wieder ein Mikrofon. Vielen Dank an den Herrn Sieber. Ich glaube, es war ein ganz toller Vortrag und vor allem auch unter unserem Motto Praxistipps, also praxisrelevant. Und ich hoffe, Sie haben da auch das ein oder andere Argument für Ihre tägliche Praxis mitnehmen können, weil ich glaube, die Erklärungen der Bauphysik in dieser einfachen Art und Weise mit den täglichen oder mit den Dingen aus dem täglichen Leben lässt sich doch einfacher zusammenführen, wie oftmals die doch relativ für den einen oder anderen undurchsichtig lesenden oder zulesenden Normen und Regelwerke.